Vielen Dank für das Interesse an der Sprache Kotlin und an dem etwas ungewöhnlichen, exotischen System, sondern es für diese Konferenz hier. Denn Java und JVM, das hat eigentlich nicht unbedingt immer viel mit freier Software zu tun, wenn man so die Geschichte von LibreOffice mal anschaut oder anderen Produkten, die Oracle hat, denen dann irgendwie behandelt hat. Mein Name ist Dragan Zubic. Ich arbeite bei der WFK. Die Firma stellt kein Produkt her. Sie hat sich eher auf Frontend-Technologien spezialisiert. Hauptsächlich Angular und vertreibt dann Schulungen über The Code Campus. Wir haben natürlich auch Kunden, die wir bedienen, und ich selber sehe mich als eine Art Full-Stack-Entwickler. Allerdings würde ich das nicht irgendwie nur auf Technologie beschränken oder eingrenzen, sondern eben auch sowas wie Projektleitung und Architektur und Design. Also ich habe die glückliche Rolle, nicht nur zu entwickeln, was meine Lieblingsbeschäftigung ist, sondern auch so Dinge zu machen wie Design und den Kunden zu beraten bei irgendwelchen Technologien, die er halt braucht. Nicht nur Frontend, sondern was weiß ich, LDAP. Und ich mache hauptsächlich mit den Programmiersprachen Java, Scala, Kotlin und TypeScript rum. Und nebenbei mache ich so ein kleines Nebenprojekt. Da geht es um einen Java nach TypeScript Compiler, der auch am Ende des Vortrags noch mal kurz geschwind erwähnt wird, wie gut Kotlin sich halt eben da in diese Java-Landschaft einbinden kann. Zum Vortrag selber. Ich würde nur ein bisschen darüber erzählen, warum ich eigentlich das Ding in Production genannt habe. Und er ist aufgeteilt in 3 bis 4 Teile. Einmal möchte ich nur kurz ein bisschen etwas über Kotlin erzählen, wie das sich anfühlt. Und der Hauptteil dieses Vortrags wird sich um das Thema Interoperabilität, also Zusammenarbeit zwischen Java und Kotlin, sich beschäftigen. ja, genau, das ist eigentlich der Hauptteil. Und das hat einen wichtigen Grund. Wir hadern ein bisschen mit der Sprache Java, weil die so viel geschwätzig ist. Die ist halt nicht immer, also sie ist sehr sprechend. Und Scala konnten wir nicht so ohne weiteres einsetzen, weil wenn wir Scala irgendwo einsetzen würden, muss der Kunde damit auch mal klarkommen. Und wir haben so ein bisschen darauf gewartet, gibt es eine bessere Lösung. Irgendwann mal war ich in einem Vortrag drin über Kotlin. Das war irgendwie im August 2016. Einen Monat später habe ich angefangen, so eine kleine Ecke in unserer Applikation anzufassen. Da ging es um, also die Applikation, also Configuration Management, da geht es um Bäume vergleichen, so Zeugs, was man im Configuration Management macht. Und das war halt für den Kunden halt spezialisiert für so ein ERP-System, das auf, also so ein altes Ding halt eben dann. Und in dieser kleinen Ecke habe ich einfach mal Code eingeschleust und geguckt, wie es funktioniert. Und spätestens im Oktober 2016 war das Ding dann dort beim Kunden betriebsbereit. Also das ist nicht 4 Wochen gewesen, wo ich etwas entwickelt habe, sondern nur 1, 2 Tage, und das Ding lief problemlos in einem bestehenden Java-Projekt. Und es war so eine positive Erfahrung, dass wir inzwischen quasi schon die Hälfte unseres gesamten Java-Codes, das wir jetzt irgendwie ausliefern wollen, schon in Kotlin haben. So Pi mal Daumen, ja. Und das war eine sehr gute Erfahrung, und ich denke, naja, ich habe mich gefragt, warum ist es eigentlich so? Und das ist der Grund, warum ich diesen Vortrag hier konzipiert habe. Es geht nicht um diese Interoperabilität und um nichts anderes. Bedeutet, es gibt ein paar Dinge, die ich Ihnen nicht zeigen kann an dieser Sprache. Weil zum Beispiel alles, was mit Coroutine zu tun hat oder typsichere Bilder, sogar Control Floats werde ich Ihnen nicht unbedingt erklären, wie die funktionieren, weil die für die Interoperabilität keine Rolle spielen. Also das heißt, ich werde Ihnen nur ein bisschen was erklären, wie das sich anfühlt und wie gut es sich halt eben dann integrieren lässt.
Das ist mein Fokus in dieser, in diesem Vortrag. Kommen wir zur Sprache Kotlin. Ich habe Folien und ich habe Live-Coding. Ich mache jetzt Live-Coding. Wenn es irgendwie was schief laufen sollte, werde ich auf die Folien machen. Andersrum gesagt, Sie müssen es nicht aufschreiben, sondern es ist alles in den Folien drin. Es, ja, schauen wir mal, wie gut es funktioniert. So. Nein, das ist nicht richtig. Ich wollte zuerst erklären, was, was Kotlin ist. Also zuerst die Sache mit, dem, mit der Sprache Kotlin. Dann gehe ich wieder auf die andere Seite. Kotlin ist eine Programmiersprache, die versucht, einfach nur ein besseres Java zu sein. Also der Satz, den Sie auf der rechten Seite sehen, das ist von dem Dmitri Jemerov und der Svetlana Isakova aus einem Buch, Kotlin in Action. Und das beschreibt eigentlich die Sprache Kotlin ziemlich genau. Man versucht, eine bessere Syntax hinzubekommen, eine kompaktere Syntax, indem man beispielsweise kein Semikolon drin hat oder die Lambdas nur mit einer Klammer statt mit zwei oder drei halt eben dann macht. Oder dass man sogar den Arrow sich sparen kann, weil man dann implizite Parameter hat. Es bietet dann eine bessere Sicherheit an, also speziell diese Nullable Types, auf die war ich eigentlich immer sehr, sehr scharf, weil Null Point Exceptions sind immer eine doofe Sache. Und Kotlin bietet da eine gewisse Alternative zu Optional an. Ja. Und die Produktivität, also ein großer Fokus von Kotlin ist auch die Produktivität. Wie kann man Java erweitern, so dass man dann noch wirklich hinterher dann gut produktiver arbeiten kann. Also statt Streams nur Lambda-Geschichten oder dass man Operator-Overloading hat, also wenn man Big Integers hat und man möchte irgendwas dazu addieren, dass man statt Plus, Plus, Plus einfach nur ein richtiges Plus hat hinschreibt. Ja. Und, oder Smartcards, wenn man eine Prüfung hat, macht in dem If, dass ein automatisches Ding hat, eben das, was man geprüft hat, gecastet wird, sodass man nicht dann nach dem If dann nochmal extra eine runde Klammer machen muss. Das ist eine Verbesserung der Produktivität, die spürbar ist, in meinen Augen. Kotlin ist nicht nur auf der JVM verfügbar, sondern seit Kotlin 1.1 kann der Kotlin-Compiler auch JavaScript exportieren. Ich persönlich denke, der einzige Anwendungsfall ist, wenn man Validatoren im Servercode hat und den gleichen Validationscode auch im Client hat haben will, wäre das eine Alternative, dass man den nur einmal entwickelt. Ich habe nicht sehr viel Erfahrung damit, wir machen das nicht, aber man braucht dafür eine Runtime. Man muss, wenn man das hat, machen möchte, muss man vielleicht TypeScript-Geschichten halt importieren. Also das und der Code, der dabei rauskommt, ist ziemlich groß. Also erst hat Kotlin 1.1.4 die Möglichkeit, dieses Traceshake drin. Da erst ab 1.1.4, die vor einer Woche rausgekommen ist, wird der JavaScript-Code so klein, dass man den gut nutzen kann. Und Kotlin Native gibt es auch seit April dieses Jahres. Das versucht, Kotlin-Code direkt ausführbar zu machen, also ohne JVM. Ich bezweifle irgendwie die Sinnhaftigkeit, weil das JVM wirklich ziemlich gut macht mit dem Garbage Collection und man verliert da schon einiges, wenn man native arbeitet. Also von daher ist es eben auch nicht nur als Preview verfügbar und mir ist auch nicht so ganz klar, warum man das macht, aber es ist schon da und wenn man damit rumspielen möchte, dann kann man ja gerne erstmal kompilieren und schauen, ob es funktioniert. Also bei mir ist nicht mal kompiliert. Die Hauptplattform ist ganz klar für die JVM. Da gibt es eigentlich nur zwei, drei Ausgabeformate, nämlich den JRE6-Bytecode, das ist der Default, das braucht man hauptsächlich für Android-Unterstützung. Und man kann auch laut Doku zumindest JRE8 Bytecode erzeugen. Es gibt aber nochmal Schwierigkeiten. Nicht alles wird da unterstützt. Da komme ich auch noch drauf, was da nicht unterstützt wird. Und seit 1.1.4, das habe ich selber noch nicht probiert,
wird JDK 9 unterstützt mit dem Modulsystem. Also das ist das Ding auch Module Info unterstützt. Wer von Ihnen kennt sich eigentlich mit Java eigentlich aus? Also nicht mal die Hälfte. Naja, gut. Dann erkläre ich kurz, was dieses Modulsystem ist. Das ist nichts anderes als ein Schutz dafür, dass wenn ein Modulautor etwas hat erzeugt in seiner Bibliothek, in C formuliert einfach die Include-Dateien. Alles, was nicht in den .h-Dateien drin ist, wird einfach nicht verwendbar. Das wird hart von der JVM unterdrückt. Das gab auch viele Diskussionen darüber, dass das vielleicht nicht so ein tolles Feature ist, weil alte Software dann plötzlich nicht mal läuft. Aber was soll's? Mit 1.1.4 wird auch das Modulsystem von Java 9 unterstützt, was ich persönlich eigentlich gar nicht so schlecht finde. So, da bin ich jetzt, wo ich vorhin mich hingesetzt hatte. Jetzt hoffe ich mal, dass ich das hier schön abtippen kann. Sieht man mich noch? Ist egal. Okay, das hier ist eine IDE. Ich habe hier ein Projekt. Das spielt jetzt erstmal nicht so eine große Rolle. Sie wollen nur wissen, dass ich das in eine IDE mache. Und wenn man ein Gefühl dafür bekommen möchte, was man machen kann, wechsle kurz die Brille. Also Kotlin versucht ein bisschen so funktional zu sein. Es sagt nicht, dass man eine Klasse braucht, um was reinzustecken, sondern man kann irgendwo in der Datei einfach eine Funktion reinschreiben, in dem Fall dieses Function Main. Und wenn man, vielleicht fangen wir so an. In Kotlin ist vieles ein Ausdruck. Die meisten Dinge in Kotlin sind ein Ausdruck. Also wenn ich ein Value-Zahl habe, dann kann ich eine 1 hinten reinschreiben, dann weiß Kotlin an der Stelle, das Ding ist vom Typ Integer. Also Int, Kotlin Int, das ist ein eigener Typ. Und man braucht keinen Semikolon dafür, man könnte es reinmachen, man braucht es aber nicht. Das ist eigentlich auch ganz nett, dass man wieder ein Zeichen halt weniger schreiben muss. Und man kann auch die Zahl 2 als String halt eben angeben, also das ist vom Typ String. Und wenn man beispielsweise eine Funktion schreiben möchte, die einfach das Maximum von den beiden hat anzeigt, dann ist es, dann schreibe ich ein if, Zahl ist größer als Zeichen. Und kann dann sagen, entweder ist es die Zahl oder ist es das oder es ist das Zeichen. Ja? So, jetzt zeigt er mir hier natürlich an, dass das stimmt mit diesen Typen überhaupt nicht. Warum? Weil ich natürlich hier an dieser Stelle nicht ein Integer habe, den kann ich nicht vergleichbar machen mit so einem Zeichen. Ne? Das sagt er hier. Jetzt kann ich hier sagen, ich mache ein Zeichen Punkt MyString, das gibt es natürlich noch nicht. Und dann erzeuge ich einfach eine sogenannte Extension-Funktion und die soll mal ein Int zurückliefern. So. Und diese Extension-Function ist mitunter auch so ein wichtiger Grund, warum diese Interoperabilität so gut funktioniert, weil man Java quasi über diese Art und Weise erweitern kann. Und das heißt, ich mache ein this.toInt und das Ding liefert mir dann einfach dann ein Int zurück. Und an der Stelle muss ich dann sagen, Zeichen.toInt. So, genau. Also man sieht jetzt hier, er akzeptiert es schon mal, aber ich muss jetzt auch noch ein Int.
Und dann hier wieder mein MyString. So. Genau, das wollte ich zu den Ausdrücken eigentlich sagen. Dieses if ist also nicht Keyword wie in Java, sondern dieses if ist eine Expression, wie in Scala auch. Das Ding liefert immer einen Wert zurück. Das gilt auch für try-catch. Also ein try liefert immer einen Wert zurück. Also man kann dann genauso gut sagen, max try ist gleich und so weiter. Ich hoffe, das ist so ungefähr dann klar, wo ich hinaus wollte. Bitte? Ja, ja, bitte, bitte. Ja, 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 kann man. Diese Extension Functions sind in meinen Augen der Kern von Kotlin. Also wenn man später diese List Lambdas anschaut, das sind Extension Functions, die man einfach dann über Java Iterable dranhängt. Und ich erwähne es gleich nochmal später, was es bedeutet. Diese Konvertierungsgeschichten, die man hier sieht, sind nicht automatisch, sondern man muss im Kotlin angeben, importiere mir dann quasi diese Extension-Function, damit man die halt verwenden kann. Also die sind nur dann da, wenn man sie wirklich explizit importiert. Das ist nicht immer da. So, ja. Ja, ja, also ich habe in einem Projekt habe ich jetzt so ein anderes, also das habe ich nicht umsonst MyString genannt. Ich habe noch ein anderes asInt. Das ist das hier, das ist aus einem anderen Teil von dem Projekt. Und dann wird dann oben dann das in dem Import dann halt hinzugefügt und dann wird es halt dann ist es dann da. Ja. So, soweit dazu. Okay, machen wir das alles ja weg, das brauchen wir auch nicht. Weg. Okay, der nächste Punkt, der mich wirklich zu Kotlin getrieben hat, das war die Sache mit diesen Nullable Types. Wenn ich ein Int habe, dann kann ich nicht null reinschreiben. Dieses not null, da sagt er mir, diese Variable not null darf nie null sein. Wenn ich das will, muss ich dann eine, Moment, ich hoffe nur, dass Sie mich sehen, deswegen, naja, wenn ich ein bisschen größer wäre, dann, also, okay. Das maybe null, da sage ich einfach, das ist vom Typ, es kann ein Null-Wert sein. Und dann kann ich sagen, das Ding ist null. Ja? Und ich finde, das hat eine sehr gute Unterstützung, weil ich kann sagen, value plus null ist gleich not null plus 1. Und wenn ich aber das gleiche machen möchte mit einem maybe null, was weiß ich, xxx, maybe null plus 1, dann geht es nicht, weil das Ding könnte ja null sein. Also gibt es dann so, also gibt es den Elvis-Operator und ich kann dann einfach sagen, andersrum, Fragezeichen, Doppelpunkt. Ich sage also, wenn das Ding null ist, dann sagen einfach, das ist einfach dann also wenn maybe null ist, ist es dann einfach dann 0 plus 1. Ja, da kann man auch, okay, ich will nicht so viel, weil wir haben noch nicht so viel Zeit, deswegen sollte es eigentlich nur wichtig sein, dass an der Stelle dieses Kotlin sich darum kümmert, wenn man mit null arbeitet, sowohl wenn man mit einem if rummacht, wenn man irgendwie halt, also wenn ich ein if, also ich kann das auch so rumschreiben, if maybe null ist ungleich null, Entschuldigung, dann ist es einfach ein maybe null plus 1 oder ein 0. Und das hier ist ein Smartcast. Das bedeutet, er weiß an der Stelle, das Ding ist ein nicht mehr ein Int-Fragezeichen, sondern ein Int und konvertiert es dann automatisch nach oben. Und das macht es wirklich sehr angenehm, damit zu arbeiten. Weil man im Java-Umfeld hat man wirklich viel mit diesen Nulls zu tun. Leider. Ja. Und ich persönlich finde das eigentlich auch die bessere Lösung, als mit Optional zu arbeiten. Weil Optional ist dann
Ja, das klingt in Theorie ganz nett, aber ich finde die Variante mit dem Non-Nullable Types und den Nullable Types viel angenehmer. Okay. Okay. Das nächste ist das Thema mit den Klassen. Also wenn ich eine Klasse habe, dann kann ich den Klassen selber sofort im Konstruktor angeben, welche Member drin sind. Also hier haben wir jetzt eine Klasse, Point, die hat einen X- und Y-Wert. Und wenn ich die erweitern möchte, also wenn ich jetzt eine weitere Klasse haben möchte, die nennt sich dann zum Beispiel Pixel. Ja, weiß ich zum Beispiel. Dann macht man das so: Erben von Point. Und das geht natürlich nicht, weil diese Klasse, die muss open sein. Also in Kotlin sind alle Klassen final. Es sei denn, man macht sie open, dann sind sie nicht mehr final. Dann kann man Vererbungshierarchien darüber machen. Da orientiert man sich ein bisschen an das an dieses an den Bloch und diesen Java Patterns, die also wenn man eine Bibliothek macht und man denkt nicht daran, dass jemand das erben könnte, dann kann man viel Unsinn damit machen. Und das muss irgendwie schon designt werden, wenn man eine Klassenhierarchie hat, dann muss man natürlich da muss man einfach daran denken, dass man muss einfach einbeziehen. Man muss daran denken, dass dass eine Vererbungshierarchie da ist. Klingt ein bisschen blöd, das, was ich hier sage, aber ist es halt so. Ich kann auch Default-Werte mitgeben. Ja. Und Entschuldigung. Und schon klappt es mit dieser Vererbung. Ja. Wenn ich in der Klasse etwas überschreiben will, dann muss ich das mit einem Override Function to String und dann kann ich hineinschreiben, Moment, so, und das ist das nächste Feature, das ich sehr nett finde, man kann in den Strings Variablen reinstecken, so eine String-Interpolation, glaube ich, heißt das. Das heißt, Klammer auf, Dollar, geschweifte Klammer auf, X, Komma, Dollar, geschweifte Klammer auf, Y. So, und genau. Und wenn ich das dann jetzt aufrufe, dann sehen Sie auch, dass man auch keinen U-Operator braucht. Aber Moment. Moment, Moment, das ist mit dem Moment. Moment, das ist Moment. So. Ah, ja, richtig, Entschuldigung. Danke. Das sowas fällt euch immer. Ja, okay, gut. So, okay, danke. Und dann klappt es dann auch dann mit der String-Interpolation, ja. Okay, der nächste Punkt, das wären dann die Lambdas. Also, genau, also eine Liste von Typ vom Typ Int
kann ich eigentlich entweder mit so einem Array-of, einem List-of, einem List-of erzeugen. Da kann ich dann reinschreiben 1, 2, 3. Ich kann es aber auch so machen mit so einem Range, also 1 bis 10. Und dann kann ich den Range dann wiederum in eine Liste konvertieren. Und dann habe ich eine Liste von Inhalt 1 bis 10. Das ist dann hoffentlich dann etwas so. So. Na? Okay, und einen Lambda. Definiere ich so. Ich mache es mal explizit. Ich schreibe an x nach 2 mal x. Ja. So. Natürlich fehlt Ihnen natürlich die Information darüber, also muss ich sagen, also müssen Sie den Typ noch angeben. Das ist eine Operation von int nach int und dann soll das dann funktionieren. Und dann kann ich dann auch sagen, map, Klammer auf, mal 2. So, und dann hoffe ich, dass es dann funktioniert. Und dann haben wir sie mal 2. Aber eigentlich ist diese Schreibweise ein bisschen umständlich. Also man kann, also was ich Ihnen zeigen wollte, man kann Lambda selber irgendwo in den Variablen reinstecken und man kann es aber auch selber auch einfach so reinschreiben, eben nur mit einer Klammer und einem impliziten Parameter it, der einfach, Entschuldigung, kleiner als 10, also statt x, Doppelpunkt, int, Pfeil, Block, schreibt man einfach it kleiner als 10. Und das ist einfach auch eine Schreibarbeit, das ist dieses Underscore im Skala, das man vielleicht erkennt. Okay. Okay. Eine andere für uns wichtige Sache in den Projekten waren sogenannte Data Classes. So eine Data Class ist ein Halter für Dateien. Also in einer Data Class werden bestimmte Methoden automatisch generiert. Das heißt, man kann Equals wird generiert und Hashcode wird generiert. Die Companion-Sachen, diese das Destructuring wird dann auch dann generiert. Also, meine Kollegen arbeiten in einem anderen Projekt mit Lombok und dieses Data Class ist nichts anderes, als was man da mit Lombok dann hat, eben dann nutzen könnte. Genau, und man gibt einfach nur an, in einer, also nicht in einem Kunst. Man geht einfach die Variablen, die man hat mit einer eigenen, geschaffenen Klammer auf. List of Stone. Und Stone ist in dem Fall eine Enum-Klasse. Symbol Black und eigentlich ist es andersrum. Ja, ist egal, das spielt ja keine Rolle, wie die anderen sind, das brauchen wir auch nicht mehr. So, the Data Class Value Board ist gleich List of. Ja. Und wenn man das jetzt ausgibt, Sabalot. So.
dann wird nicht ein Add-Symbol dran gemacht, sondern dass dieses Board ist gleich leere Zeichen, das wird komplett generiert. Okay, und ja, bin mir nicht sicher, ob ich den Rest noch mal zeigen sollte, weil es ist so eine halbe Stunde rum. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich ein bisschen schneller durchkomme, aber naja. Okay. Okay, das sind die Nullable Types, das sind die Klassen und die Vererbung, das sind die Lambdas und das sind die Enum Classes und das sind die Companions, genau. Was ich noch sagen wollte, es gibt also in Kotlin gibt es keine Singletons in dem Sinne. In Kotlin gibt es Companion-Objekte, die wie Singletons agieren. Das heißt, man hat hier ein Companion da, dieses Companion-Object, und da werden dann die Dinge dann reingesteckt, die dann nur einmal dann existieren sollen, zum Beispiel der Logger und dergleichen. Und es geht auch einen Secondary-Konstruktor, also man kann natürlich dann auch seine Konstruktoren selber zusammenbasteln, wie man will. Dafür gibt es dann einen Secondary-Konstruktor, das ist der hier, und der ist dann zusätzlich dann da und ruft dann den eigenen Konstruktor, den man hier oben drin hat, auf. Ja? So, das war die Sache mit den Companions. Und auch eine sehr schöne Eigenschaft sind diese Properties. Also vielleicht haben Sie mal mit UI-Geschichten zu tun gehabt. Da möchte man ja immer an einer Stelle von der UI etwas verändern. Und diese Änderung pflanzt sich dann fort in eine andere Komponente. Und diese Properties haben sich als probates Mittel, auch beispielsweise in JavaFX-Skript, sich erwiesen. Da gibt es auch diese Properties. Und die hat man in Kotlin dann zur Verfügung. Also man kann also hier sagen, ich habe ein Get und, Entschuldigung, das war nicht das Companion. Doch, das Line hier da oben, das ist ein Companion. Ich sage, das Ding ist ein ist eine Variable, und wenn jemand dann drauf das aufruft, also wenn man ein Value, ein Line haben möchte, dann wird immer dann dieses Ding dann durchlaufen, da wird dieser Code durchlaufen. Da kann man dementsprechend auch ein Observable dranhängen oder ein Observer und das Ding dann weiterreichen und dann die anderen Komponenten informieren. Das ist eigentlich auch nett. Wir nutzen das bei uns nicht, aber wer mit UI-Code zu tun hat, der braucht sowas. Okay, warum haben wir bei uns eigentlich dieses Kotlin eigentlich eingesetzt? Ich weiß nicht, ob es vorhin rüberkam, aber diese Null-Referenzen sind sowas von hilfreich, ich hatte die Möglichkeit, entweder JSR 308 Code zu finden, also diesen Type-Checker von diesem Matthias Ernst, der prüft, ob ein Typ genullt werden kann. Wenn ja, bricht der Compile-Vorgang ab. Das ist eine ziemlich lässige Sache, aber es ist sehr langsam. Und es ist auch nicht so leicht reinzukriegen, weil dann alles auf einmal dann der Nullprüfung unterzogen wird. Wenn man hier in Kotlin eben diese Null-Referenzen nur an dieser einen Stelle hat, eben hat, und der Compile ist von Haller. Und was leider bei den Lambda-Geschichten auch nicht drüber gekommen ist, es werden Funktionstypen verwendet, statt SAM-Geschichten. Also wer mit Sachen wie Guava oder mit der Stream-API arbeitet, da merkt man einfach, okay, das ist eine Funktion, aber das Ding heißt Predic, glaube ich, ne? Oder ich habe hier dann, so komische Klassentypen, die ich aber sowieso vergesse. Für mich ist eine Funktion, aber eine Funktion, es geht von da nach da, fertig. Und so ist es halt aufgebaut. Man muss sich nicht mal komische Dinge merken, die in der Java 8 rumfliegen. Das finde ich eigentlich viel angenehmer, dass man das auch an der Stelle auch typmäßig so ausdrücken kann. Die Extension Functions sind eine ziemlich klasse Sache, weil man hat oft Code, da geht es um Konvertierungen. Und diese Konvertierungen vermüllen irgendwie alles. Und diese Extension Functions, das haben wir in unserem Projekt eigentlich auch so drin, wir machen einfach nur eine Extension Function für das Konvertieren, fertig. Es ist außerhalb von der Klasse, es ist außerhalb von allem, und das ist eigentlich, kann man leichter rausschieben aus der Business-Logik.
Was ich noch nicht erwähnt habe, Kotlin hat auch so statt Wildcards In-Out-Geschichten. Ich komme darauf noch ein bisschen später zu sprechen, was es ist und was es bedeutet. Und es hat auch Inlining. Also man kann eine Funktion inlinen. Das ist vielleicht am Anfang ein bisschen nicht so, wozu braucht man das? Das soll die JVM machen. Das hat aber einen entscheidenden Vorteil, dass man den Typen, den man am Wickel hat, den kann man dann in die geinlinete Funktion weiterreichen und kommt wieder an den richtigen Typen wieder ran. Also da kann reifying, heißt das Stichwort hierzu. Da kann man nette Bibliotheken dazu basteln, die automatisch halt eben dann den Locker initialisieren in der Klasse, wo man drin ist, ohne die eigene Klassennamen anzugeben und ohne, dass man ein .get class machen müsste oder sowas. Ja? Sondern dass wirklich zur Compile-Zeit feststeht, was ist denn das Ding da, das man da am Wickel hat. Und Data Classes, wie ich sagte, das ist für mich eigentlich neben den Extension Functions das wichtigste Feature. Weil wir haben viel mit Datenübertragung zu tun, von JSON nach Java und wieder zurück. Und dieses Gefummel mit diesen Hashcode und Equals und die Dinger werden immer länger und immer größer und man braucht sie trotzdem. Und das ist einfach, wenn man den Lombok-Code mal gesehen hat, dann weiß man, dass das hier eigentlich sicherer ist. Ja? Okay, erwähnenswert ist, man braucht keine Checked Exceptions, braucht man nicht mehr. Und was ich persönlich auch sehr gut finde, wir brauchen das, wir haben keine Arrays. Die Arrays sind invariant. Man kann also nur einen Typ reinstecken. Ja. Jetzt würde ich gerne mal auf den Perfolien darstellen, wie Kotlin Java Code aufruft. Also es gibt ein paar Keywords in Kotlin, die gibt es in Java nicht. Zum Beispiel when oder in. Also das when ist ein hartes Keyword und wenn ich beispielsweise im Java Event auf ein when zugreife, muss ich das halt escapen. Das ist easy. Und auch ein sehr nettes Feature ist, dass Kotlin für den Zugriff auf Java diese Property-Semantik also quasi dann sofort übersetzt. Also statt ein Java-util-date und ein set-time kann man einfach nur das time hinschreiben. Man braucht das, also es ist so eine implizite Setter-Getter-Semantik. Eigentlich klar, also für jeden, der irgendwie nicht was mit Java zu tun hat, ist es irgendwie völlig natürlich. Also wenn man da mit diesem Java rummachen, seinem Java-Bean-Zeug und Set und Get und so, das ist schon ein bisschen doof, finde ich. Aber das löst Kotlin eigentlich ganz nett, indem es typsicher so eine Schreibweise zulässt. Das kann man auch nur dann, wenn ein Setter da ist. Auch die Sache mit den Check Exceptions finde ich sehr nett, denn wenn man den Code hier anschaut, Java util scanner paths has next, da wird, wenn man das so aufruft, müsste man in Java ein try-catch drumherum machen oder ein throws io exception. Das muss man hier nicht mehr. Das wird einfach dann an den next oberen weitergereicht, der das halt eben dann haben möchte. Eine Sache, die ein bisschen doof ist, ist das Arbeiten mit diesen var-args. Also man kann im Java-Umfeld Punkt, Punkt, Punkt schreiben und dann den Variablennamen und das wird implizit durch den Java-Compiler zu einem Object-Array. Und also man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, aber eigentlich ist es sinnhaft. Denn wenn ich hier ein Path-Get habe, und ich möchte ein Array auch von dem String direkt reinstecken, dann meckert der Compiler, weil das mit dem Typzuordnung nicht passt. Man muss hier so einen Spread-Operator verwenden, der das Zeug, was in dem Array drin steckt, in das var-Arg quasi halt eben hineinkopiert. Bitte? Nochmal ganz kurz zurück zu den Exceptions. Ja. Warum ist es schön, dass die Exceptions hier nicht explizit behandelt werden, sondern... Also, so wie es aussieht, merkt man überhaupt nicht, dass etwas eine Exception wäre. Das Konzept hat sich leider nicht durchgesetzt.
Also die Idee mit diesen Checked Exceptions ist ja wirklich eigentlich im Prinzip okay. Ja, man sagt einfach, dieses Ding könnte einen Fehler werfen. Das ist im Prinzip richtig und das würde ich auch sofort unterschreiben. Aber dummerweise hat sich da irgendwie das durchgesetzt, dass man sagt, das ist immer zu blöd, immer einen Throws reinzuschreiben oder das ist immer zu blöd, das Ding zu catchen und umzuwandeln, bla bla bla. Und das hat irgendwie, das ist nur eine Glaubensfrage. Und es hat sich so, in meinen Augen ist es eine Glaubensfrage. Und es hat sich eher durchgesetzt, dass man Checked Exceptions gar nicht mehr macht. Im Übrigen bin ich sowieso der Meinung, wenn man funktional programmiert, sollte man eigentlich nicht mit Exceptions arbeiten, sondern eher mit dem Ether, Maybe oder dem Union Types. Und deswegen bin ich an der Stelle eigentlich d'accord mit Kotlin, weil man kann ja auch seinen eigenen Maybe-Type hat im Basteln. Der eine, die Left-Side, hat dann den Fehler und die Right-Side hat den echten Inhalt. Also, dass man, wenn im funktionalen Programmierstil, dass solche Exceptions am möglichsten gehen sollte, absolut. Hier kann ich das ja überhaupt nicht. Scanner wirft nun mal Exceptions. Ja. Generell, wenn ich irgendwelche Libraries einbinde. Und also irgendwie, ich möchte schon, dass der Compiler mir zumindest sagt, hey, hier kann das passieren. Und entscheide bitte, ob du damit umgehen willst oder nicht. So stelle ich mir vor, könnte ganz leicht Fehler auftreten, weil man einfach überhaupt nicht mitkriegt, ja, dass da eine Exception überhaupt ist. Ja, ich stimme Ihnen da schon teilweise zu. So ist es ja nicht. Aber ich bin nicht die Mehrheit. Ja, schön, wenn man es wäre. Ne? Okay, und das kommen wir auf das nächste Thema. Ich würde es gerne abschließen. Also für mich ist es, könnte man das auf diese rote Tafel setzen. Das ist so der Nachteil von Kotlin, dass an der Stelle halt eben dann man mit Checked Exceptions aufpassen müsste. Wenn man dann Code, eine Codebasis hat, die darauf aufbaut, ist es ein bisschen doof. Gebe ich zu, ja. Der Umgang mit Nulls ist, wenn man Java aufruft, ein bisschen nicht so leicht zu erklären, weil der Kotlin-Compiler schränkt diese Non-Null-Prüfung massiv ein. Denn ansonsten müssen wir überall if ungleich null und so weiter machen, weil man kann davon ausgehen, dass die meisten Bibliotheken schon gut sind und gut getestet sind und deswegen wird es eingeschränkt. Es gibt dafür dieses Ding mit dem, Kotlin sagt, die Java-Typen sind in erster Linie so Platform-Types. Und diese Platform-Types sind, die kann man nicht angeben, sondern die nimmt der Compiler einfach so an. Dieses Thema ist eigentlich bei den Listen. Es gibt Listen, die sind mutable und immutable. Wenn ich von Java eine Liste bekomme, ist sie mutable oder ist sie immutable? Und das gibt man einfach dann bei der Deklaration an und das muss man dann quasi dann halt eben davon ausgehen, dass das Ding mutable oder immutable ist. Das kann man zum Teil mit Annotations fixen. Also diese, also nicht diese Sachen mit Listen, aber diese Nullable-Geschichten, die sind über Annotations steuerbar, wenn man im Java-Code bereits bestehende JSR 305, das sind Add Non-Null von dem Findbugs-Autor oder die JetBrains eigenen Annotationen, die unterstützt der Compiler und setzt dann dementsprechend dann halt eben dann einen Fehler, wenn das Ding halt eben dann falsch parametriert, also falsch deklariert wurde. Also das Ding, Kotlin erkennt diese, kann diese Annotation erkennen. Es gibt auch ein Typ-Mapping und das ist, glaube ich, so die komplizierteste Ecke in meinen Augen im Kotlin-Umfeld, denn Kotlin ist ganz nah an Java dran. Ja, diese ganzen Typen, die man hat, wie dieses Kotlin-Int, wird auf ein Kleinint gemappt. Wie heißt das Ding nicht? Das ist nicht das Großinteger ist ein Reference Type und das Kleine ist ein Primitive Type. Wenn man ein Kotlin Fragezeichen Int hat, wird das Ding konvertiert zu einem jahrelangen Integer. Ja? Oder wenn ich ein Array davon habe, dann habe ich ein Int Array. Das ist ein spezieller Wrapper, der quasi immer zu einem Int-Array gemappt wird. Also die Richtung ist meistens beidseitig, aber es geht noch nicht immer beidseitig. Was ich Ihnen auch vorhin verschwiegen hatte,
Es gibt ein, also alle Klassen erben von any, nicht von object, sondern von any. Alle enums erben, also, nein, nein, Entschuldigung, auch enum, das weiß ich nicht. Also ein enum wird dann, also was ich weiß, es wird ein Kotlin enum wird zu einem Java-lang enum gemappt und ein Kotlin string wird zu einem Java-lang string gemappt. Und dieses Ausrufezeichen bedeutet, entweder es ist ein nullable type oder non-null type. Das muss man halt eben angeben, ob man da ein null oder non-null erwartet. Das mit den Listen hatte ich vorhin ja schon erwähnt. Genau. Ah ja, genau. Und eine Sache ist auch wichtig, das sind diese Geschichten mit der Kovarianz und Kontravarianz. Ja. Die werden konvertiert in ein Out-Bar. Also es gibt keine Wildcards, sondern dieses Ding hier, dieses Out-Bar, ist eine sogenannte Type-Projection. Das heißt, wenn man da drin ein Out-Bar hat, kann man was holen, aber nichts reinschreiben. Und andersrum, wenn ich ein In-Bar habe, dann kann ich was nicht rausholen, ich kann nur was reinschreiben. Ja? Da sagt der Compiler an der Stelle, oh, du darfst da nicht reinschreiben. Also das ist eigentlich auch nett, so werden übrigens auch diese Mutable-Immutable-Geschichten eigentlich auch umgesetzt. Nur anhand dieser Typs. Und das unten, das letzte, ist eine Star-Projection. Das ist, wenn man halt mit Raw-Types arbeitet. Man weiß nicht, was drin ist. So. Nur ganz kurz, die Sache mit diesen Conventions. Es gibt diese Sachen mit diesen Konventionen. Zum Beispiel, wenn man ein Plus hat, kann man im Kotlin-Code auch ein Plus reinschreiben. Wenn es eine Minus-Methode hat, kann man auch ein Minus angeben. Wenn man ein Times hat, kann man auch ein Mal angeben. Das Gleiche gilt übrigens auch mit Invoke. Wenn mein Java-Objekt ein Invoke hat, kann ich auch ein Klammer drum machen, so tun, als ob es wirklich ein Aufruf wäre, ein Funktionsaufruf. Wenn man ein Equals hat oder ein Compare to, kann man eben ist gleich, ungleich und dann, also Compare dann die da hinten. Ja. Also so kann man dann wirklich dann Big Integer plus 1 halt machen und machen noch eine Big Integer Extension Function dazu und dann kann man relativ einfach aussehenden Code halt hinschreiben. Einschränkung: im Java-Umfeld braucht man keine Modifier und in Kotlin muss man so einen Operator-Modifier ranmachen. Hier noch so ein kleines Beispiel, das ist ein bisschen unübersichtlich, aber sieht man eigentlich, wie viel Java hat ihn braucht, ja, um irgendwie dann so ein Plus zu definieren, ja, dieses Plus, und das kann ich dann hier hinten aufrufen. Also dieses, ich mache eine neue Klasse, eine neue Java-Klasse und mache ein Plus, und dieses Plus ist das hier. Ja. Genau. Okay, sonstiges. Any kennt kein Wait, Notify, Clone, Finalize. Das ist nicht dran. Wenn man damit arbeiten will, muss man das schon wissen, warum man das macht. Und man hat das nicht per Default. Das ist nicht ein Java-lang Object. Es sind diese Dinge dran. We wait and notify. Davon sollte man echt die Finger lassen. Wir haben sowas bei uns, aber wir brauchen es, weil wir asynchrones Zeug machen. Das ist echt. Nee, das mache ich nicht nochmal. Und vom Finalize ist es so generell die Finger lassen. Das ist, da kann man viel falsch machen. Aber Kotlin unterstützt das. Man muss es nur an Finalize-Methode dran machen, dann ist sie da. Aber es hängt nicht an any dran. Reflections sind auch möglich. Das geht dann über so einen Doppelpunkt hinten dran. Und bei der Vererbung werden übrigens auch diese Default-Methods aufgerufen. Das geht auch, wenn man in Java 8 Default-Methoden hat im Interface, dann werden die auch aufgerufen, das klappt auch. Und Anonymous Classes, da geht es um eine Object-Notation, also wenn es ganz schlecht läuft und man nicht irgendwie mit einem Lambda halt eben arbeiten kann, dann kann man notfalls dann halt eben dann wie analog in Java 1.1 diese anonymen Klassen mit dieser Object-Notation halt eben machen. Genau, also wenn das hier unten nicht möglich ist, also runnable, geschaltete Klammer auf, diese Same-Konversion, dann kann man immer noch diese Object-Notation machen. So, also eigentlich ist der Aufruf von Java-Klassen im Kotlin problemlos. Es gibt in meinen Augen keine Einschränkungen da diesbezüglich.
andere Wege ist das schon ein bisschen interessanter. Wo fange ich denn da an? Also ich habe Ihnen ja vorhin das leider nicht gezeigt, diese in einer Kotlin-Datei kann man mehr als eine Klasse reinschreiben. Man kann eine Funktion direkt hineinschreiben. Das sind diese Package-Level-Members. Ja, dieses Fun-Main, das ich am Anfang hatte, das wird einfach irgendwo in die Datei reingeschrieben und es gibt dann dafür eine eigene Klasse, die mit KT hat heißt. Das heißt, wenn ich eine, vorhin die Datei hieß Demo und dann gibt es eine Klasse, die heißt Demo.demo.kt und die enthält alle Members, die aus dem Package-Level halt sind. Funktionen, eigentlich hauptsächlich Funktionen halt eben und Variablen deklariert. Und den Namen von dieser Datei, den kann man verändern. Dem kann man einen eigenen Klassennamen geben. Nicht nur das, man kann sogar eine Klasse erzeugen, die über mehrere Kotlin-Dateien sich erstrecken. Es wird eine Java-Klasse generiert aus mehreren Dateien. Hier unten sehen Sie halt eben, wie der Aufruf in Java vonstatten geht. Es wird einfach eine ganz normale Klasse erzeugt und das ist die Data-Klasse, die wir vorhin hatten. Da wird auch das Copy, kann ich ganz normal aufrufen und habe dann meine Klasse, ganz normale, für Java sichtbare Klasse. Und dieses AddStone hier, das ist eine Klasse, die war nur im Package drin. Ja. Eine unschöne Sache ist, dass man dieses Copy, also wenn man ein Objekt, eine Data-Klasse kopiert, dann kann man in Kotlin einfach nur dataclass.copy und übergibt dann nur eine Variable, die man ändern will und nur diese an der Variable wird dann geändert. Das ist in Java leider ein bisschen doof, denn bei dem Copy muss man leider alle angeben. Also dieser Default-Mechanismus, den man im Kotlin hat, steht so in Java leider nicht zur Verfügung. Dafür kann aber auch Kotlin nichts. Dieses Companion-Objekt, da kann man auch ein paar kleine Dinge halt drehen. Also man kann, also ein Companion-Objekt ist in erster Linie so eine Inner Class, die statisch gebunden wird und an die kann man ran, indem man entweder Klasse.companion oder Klasse.instance halt eben dann macht. In diesem Companion kann man wiederum Teile davon wieder als static machen. Man kann also in einer, also man greift eigentlich, hoppala, man greift eigentlich, wenn man eine Instanz halt eben hat, immer mit so einem Getter zu. Ja, also das Kotlin erzeugt für jedes Property einen eigenen Getter-Setter. Je nach Typ, also bei einem Non-Nullable-Type würde ich keinen Setter generiert. Und man kann diesen Getter entfernen und zu einem Static machen, indem man entweder ein Constant angibt oder ein JVM-Field. Dann kann man die dann so drauf zugreifen, wie in Java halt gewohnt mit so einem Final-Static. Also auch das ist möglich. Also die Konvertierung, dass man sagt, ich möchte nicht nur Getter haben, sondern ich möchte einen Static haben, einen Static-Member von der Klasse, das kann man dem Kotlin-Code beibringen, also dem Kotlin-Compiler beibringen, das ist so generiert. Genau. Lambdas und Extensions. Ein Lambda ist eigentlich nur dieses Functional Interface von Kotlin. Also in Kotlin sind die Funktionen, die sind Function 1 bis Function 22 für 1 bis, also es geht auch in Function 0 für keine Parameter. Es geht halt, also man kann ein Lambda bis zu 22 Parameter erzeugen und die werden dann ganz regulär als SAME dann zur Verfügung. Also die stehen im Java-Umfeld via SAME dann aber dann zur Verfügung. Die erben dann alle von diesem Kotlin Function 1 bis Function 22, Function 0 bis Function 22. Das sieht man hier unten. Wenn man dieses,
man kriegt einen Function 1 String Integer, wenn man dieses getToInt aufruft und im Kotlin-Code steht einfach nur ValueToInt, das da. Ja, das wird also dann, steht dann als same Interface zur Verfügung. Die Extension-Function sind deswegen auch so interessant, weil die auch sich gut auch vom Java-Umfeld aufrufen lassen. Diese Extension-Functions sehen aus wie, ich habe was hinzugefügt zu einer Klasse. Und im Java-Umfeld ist es nichts anderes als ein Static. Also Static-Funktion. Ein statischer Member. Und der Kotlin-Compiler ruft nichts anderes auf als diesen statischen Member an der Klasse. Diese Einschränkung auf 22 Parameter, also mal ganz abgesehen, ja, davon, dass alles mit zweistelligen Parameteranzahlen, ja, so kaputt ist, aber gilt die Grenze dann auch innerhalb von Kotlin? Das weiß ich nicht, das habe ich nie ausprobiert und ich will das auch gar nicht ausprobieren. Ich nehme mal an, ja, denn so wie ich Kotlin verstehe, wird auch intern genau dieses Function verwendet. Das Function hat eine Invoke-Methode und nur deswegen diese Function-Interfaces im Kotlin benutzen diese Convention, diese Invoke-Convention. Nichts anderes macht Kotlin an der Stelle. Das ist eigentlich auch nett. Macht die Sprache nicht noch sauberer, finde ich. Okay, Namenskonflikte. Manchmal kommt man in Namenskonflikte, speziell wenn man einen Getter hat, der genauso aussieht wie eine Property. Ja, das hier unten im Kotlin-Code ist einfach, also das ist gültiger Kotlin-Code, beides. Der Compiler generiert dafür einen Getter, ja, getX, und hier hat er eine Methode, die heißt getX. Und das Fiese ist, dass weder der Kotlin-Compiler noch der Java-Compiler das bemerken. Es gibt einen Runtime-Fehler an der Stelle. Und das ist ein bisschen doof. Ja, die IDE sagt dann, da gibt es ein Problem und sagt dann wirklich, es ist ein Fehler. Während der Compiler selber nicht abbricht. Ja. Man kann es lösen, indem man einfach das Ding umbenennt. Man kann also hier sagen, das Ding heißt nicht getX, sondern getXLong, und dann kann man das einfach dann hier im Java-Umfeld aufrufen. Das ist eine ärgerliche Angelegenheit. Diese Sichtbarkeiten in Kotlin sind ein bisschen anders als im Java-Umfeld. Ohne Modifier ist der Default erstmal public. Ja. Es gibt ein Protected, es gibt ein Internal, es gibt ein Package. Entschuldigung, Private. Ja, es geht ein Public, Protected, Internal und Private. Die hier, denke ich, sind klar. Also Public, Protected und Private sind eigentlich, haben die gleiche Semantik wie im Java-Umfeld. Und Internal fällt ein bisschen aus dem Rahmen, weil Internal bedeutet intern innerhalb des Moduls, innerhalb der gleichen Compilation Unit. Wenn man eine Kotlin-Klasse mit einem von diesen Modifiern erzeugt, sieht man im Java-Umfeld das Folgende. Ein Nicht-Bingstar wird dann einfach zu einem Public, ganz normal. Ein Protected bleibt auch Protected und ein Internal, das Package Protected sein sollte in meinen Augen, wird zu einem Public. Aber, das sehen Sie hier nicht, das ist ganz klein, so lang und so kryptisch, dass man es gar nicht verwenden will, sagen die Kotlin-Entwickler. Aber es gibt kein Package Protected im Java-Umfeld. Richtig, die Begründung, warum das macht, ist, oder warum das, also die Begründung, die man liest von JetBrains, dafür ist das Modulsystem zuständig und nicht die Sprache. Irgendwie haben sie auch recht. Ich meine, im Java kann man mit Z-Accessible einiges machen. Und von daher gilt dann
das Zeug dann nicht, also diese Einschränkungen auf der rechten Seite, eh sowieso nicht, wenn man mit solchen Mitteln halt arbeitet. Aber es gibt noch kein Modulsystem im Java-Umfeld, das released wurde. Also, ja. Und daher, gibt es einfach im Kotlin-Compiler diese Option minus Module, und das bedeutet dann pro Compilation Unit. Und die sind sich dann nicht gegenseitig. Dann nett finde ich auch, Kotlin ist auch, auch in der Lage, Overloads zu erzeugen. Das heißt, es kann, also diese Sachen mit diesen Default-Parametern, ich kann die halt angeben oder nicht angeben, oder wenn ich sie nicht angebe, dann wird implizit einfach dann dieses 0 oder 10 dann verwendet. Und wenn man dieses Overloads dran klebt, dann erzeugt Kotlin, der Kotlin-Compiler überladene Methoden. Genau, überladene Methoden von der Funktion, die man geschrieben hat. Das sieht man hier. Man kann also mit diesen Overloads stehen dann einfach dann die Varianten dann zur Verfügung. Automatisch. Das macht es auch ein bisschen bequemer vom Java-Umfeld. Okay. Die Varianz, die ist so kompliziert, das jetzt hier zu erklären. Ich dachte, ich hätte noch ein bisschen mehr Zeit, aber es gibt eine Lösung, es funktioniert, und das Wichtigste, was Sie mitnehmen müssen, sind diese, wo ist es? Hier, Extents, Integer, Super Integer. Also ein In, und also ein In wird zu einem Extents, Entschuldigung, ein Out wird zu einem Extents, und ein In wird zu einem Super gemappt. Es gibt Annotations, man kann sie auch verwenden, beidseitig. Man kann sogar das Ziel angeben, wo die gültig sind. Also in Kotlin hat man ja hat man vielleicht mehrere Konstruktoren. Oder man möchte nur auf dem Getter die Annotationen haben und nicht irgendwie nur auf dem Setter. Deswegen kann man das Ziel mit angeben. Gut, was ist noch wichtig hier? Nichts. Also, in meinen Augen funktioniert es eigentlich ziemlich gut, der Aufruf von Kotlin-Code aus Java heraus. Es gibt zwei Einschränkungen. Kotlin 1.1 unterstützt noch nicht so richtig diese Default-Methoden. Also wenn man Default-Methoden in einem Kotlin-Interface hat, werden die noch nicht rausgeneriert. Das wird wahrscheinlich ein Change sein, der byte-inkompatibel ist, bytecode-inkompatibel ist. Deswegen haben sie sich das noch nicht herangetraut. Und das andere ist leider, Type-Annotations werden auch noch nicht unterstützt. Es gibt manchmal Bibliotheken, die möchten gerne Type-Annotations haben. In dem Fall, aber es sind sehr wenige. Ja. Okay, welche Erfahrungen haben wir eigentlich gemacht? Es gibt so ein paar Stolperfallen. Die wichtigste in meinen Augen ist die Sache mit dem Internal Package Private. Das ist nicht das Gleiche. Wenn man Testcode hat, man hat das Ding irgendwie internal, kommt da nicht mal ran. Man muss etwas öffnen. Ich fand auch dann diese Sache mit dem If ein bisschen doof. Das macht die Sache ein bisschen länger. Und immer wenn man so eine Klasse konvertiert hat, gibt es immer diese Sache mit, was ist ein Primary-Konstruktor, Secondary-Konstruktor und so. Das finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber in meinen Augen nicht unbedingt zum Nachteil, weil wenn man so eine Klasse konvertiert hat, wird es hinterher ein bisschen leichter damit zu arbeiten. Merkwürdigerweise. Die meisten der von uns benutzten Bibliotheken funktionieren tadellos. Ernsthaft. Das gibt da keine Einschränkungen. Man kann aus TestNG werden Kotlin-Klassen aufgerufen. Man kann auch TestNG Kotlin-Klassen verwenden. Die werden dann automatisch dann aufgerufen. Das gibt da gar keine Unterscheidung dazwischen. Oder auch das, was wir mit Juice halt eben da treiben. Wir haben unsere Applikation bezieht sehr stark auf Juice. Und stellenweise haben wir Moduldefinitionen in Kotlin oder Services in Kotlin, die dann wiederum Java und so weiter. Also es ist ein ziemliches Durcheinander. Und da haben wir keine Einschränkungen diesbezüglich. Und deshalb bin ich sehr überrascht.
Und das ist eigentlich auch der Grund für diesen Vortrag, dass Sie da an der Stelle wirklich keine Angst haben, Kordin einzusetzen. Es gibt ein paar Probleme, auf die sind wir nicht gestoßen, weil wir beispielsweise kein Spring verwenden. Spring möchte gerne, dass man vererbbare Klassen hat. Dafür gibt es Compile-Plugins. Wir haben Probleme mit Null-Typen gehabt, aber dafür gibt es dann entsprechende Wrapper. Eigentlich trifft keiner für das Problem auf. Also sie haben nicht sehr viele Probleme, und wenn, dann gibt es meistens eine Lösung von den JetBrains-Leuten an der Stelle. Also es gibt für manche Probleme Compile-Plugins, die sie anwerfen können. Und es gibt zwei, einmal dieses Öffnen von den Klassen und dann diesen NoArg-Konstruktor. Da haben wir eigentlich auch keine Sorgen, weil wir brauchen das nicht. Das ist eine der letzten Folien, deswegen kommt da nicht mehr viel. Das ist sogar die letzte Folie. Die Unterstützung für Kotlin ist wirklich exzellent in der IDE. Die ist auch Teil von Kotlin. Die Plugins sind Teil von der Kotlin im Kotlin-Repo. Und es gibt auch so Dinge wie ein Bytecode-Analyzer, wo man schauen kann, was macht denn der Kotlin-Compiler daraus? Oder ein Konverter, der Java nach Kotlin konvertiert. Der Compiler, der Geschwindigkeit ist phänomenal gut. Also in Scala haben wir ganz große Probleme gerade mit der Geschwindigkeit. Das ist für uns nicht wahrnehmbar. Und die Plugins, die man zum Bauen hat, gar keine Probleme. Einfach nur Plugin hinzugefügt und das hat funktioniert, wurde sofort mitgenommen. Also das ist auch eine sehr gute Unterstützung von der Tooling-Seite her. Und das Letzte ist eigentlich, das sollten Sie sich mal ein bisschen auch auf der Zunge zergehen lassen, wie weit diese Unterstützung geht. Es gibt ein Compile-Plugin, das aus Kotlin-Code Stub-Klassen generiert für den nachfolgenden Java-Compiler, der dann auf diesen Stub-Klassen dann operieren kann. Also dadurch ist es möglich, dass ich einen in Java kompilierten Annotation-Processor, der mir dann Code rauswirft, für die Dinge, die in Kotlin geschrieben sind. Keine Begeisterung? Schauen Sie es mal an. Genau. Gut, okay. Ich denke, es ist wirklich empfehlenswert. Sie brauchen keine Angst zu haben, wenn Sie das in Ihr bestehendes Java-Projekt hinzufügen. Und ich kann es eigentlich nur empfehlen, in die Folien, über die Folien gelangen Sie zu Links, zu weiterführenden Links zu Kotlin selber, zu der Sprache, zu Bibliotheken. Und das hier unten, das ist Lehrmaterial von JetBrains zu Kotlin selber, also Folien und Testprojekte, um das wirklich dann zu lernen. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und danke, dass Sie da gewesen sind und da geblieben sind, und wünsche noch einen schönen Aufenthalt hier. Danke.